Was bedeutet eigentlich NC? NC ist die Abkürzung für Numerus Clausus. Das ist Latein und bedeutet geschlossene Anzahl. Die Universität entscheidet vor Beginn des Zulassungsverfahrens, welche Studiengänge zulassungsfrei bzw. zulassungsbeschränkt sein werden. Eine Übersicht dazu finden Sie auf Seite 12 im Uni-Info. Diese Broschüre steht auch als Download auf der Webseite der Uni Bremen zur Verfügung. Die grün markierten Studiengänge sind zulassungsfrei, die weiß hinterlegten sind zulassungsbeschränkt. In zulassungsfreien Studiengängen werden alle Bewerber und Bewerberinnen zugelassen, die fristgerecht einen Antrag stellen. Studiengänge, die sehr nachgefragt sind und in denen wahrscheinlich nicht genügend Studienplätze für alle Bewerber und Bewerberinnen zur Verfügung stehen, werden zulassungsbeschränkt. Hier gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Studienplätzen. Die Universität entscheidet demnach die Anzahl der Plätze, die sie in einem bestimmten Fach anbieten kann, aber keine bestimmte Mindestnote als Voraussetzung. In zulassungsbeschränkten Studiengängen werden die Studienplätze an der Universität Bremen nach 2 bzw. 3 Kriterien vergeben. Bei der Vergabe nach 2 Kriterien werden 80% der Plätze nach Note vergeben und 20% nach Wartezeit. Wenn die Plätze in zulassungsbeschränkten Studiengängen nach 3 Kriterien vergeben werden, sind das die Abiturnote, die qualifizierte Durchschnittsnote und die Wartezeit. An der Universität Bremen werden bei der qualifizierten Durchschnittsnote Einzelnoten aus verschiedenen Fächern, zum Beispiel Deutsch, mit berücksichtigt. Wartezeit ist der Zeitraum nach dem Abitur, in dem man nicht an einer deutschen Hochschule eingeschrieben war. Die Note wird durch Wartezeit nicht verbessert. Die Abiturnote und die Wartezeit sind zwei getrennte Kategorien. Sie werden mit ihrer Note auf der einen Rangliste und mit ihrer Wartezeit auf der anderen Rangliste geführt. Haben mehrere Bewerber und Bewerberinnen die gleiche Note oder Wartezeit, bringt ihnen ein geleisteter Dienst einen Vorteil. Was ein anerkannter Dienst ist, finden Sie in den FAQ des Sekretariats für Studierende auf der Webseite der Universität. Schauen wir uns nun die Entstehung des NC-Grenzwertes anhand eines Beispiels genauer an. Unser Beispielstudiengang hat 10 Plätze. 80% davon werden nach Note vergeben und 20% nach Wartezeit. Von der Rangliste nach Note bekommen daher die ersten 8 Bewerber und Bewerberinnen einen Platz, von der Rangliste Wartezeit die ersten 2. Die Person, die den letzten Platz in einer Kategorie bekommt, bestimmt den Grenzwert. Das heißt, ein in unserer NC-Broschüre ausgewiesener NC von beispielsweise 1,5 und 7 bedeutet: Eine Person mit einer Note von 1,5 hat im letzten Jahr den letzten Platz über die Note bekommen. Und eine Person mit einer Wartezeit von 7 Semestern hat im letzten Jahr den letzten Platz über die Rangliste Wartezeit bekommen. Der NC ist also ein historischer Wert, der etwas über das Verhältnis von Angebot und Nachfrage und den Grenzwert eines vergangenen Zulassungsverfahrens aussagt, nie aber über ein zukünftiges. Der NC aus dem letzten Jahr kann also nur eine grobe Vorstellung davon geben, wie wahrscheinlich es ist, dass man in diesem Jahr einen Studienplatz angeboten bekommt.